Demo vor dem Bundeskanzleramt. Wer wirklich überzeugt ist, lässt sich auch von eiskalten Temperaturen nicht abschrecken. Also ist bei uns in Deutschland ja auch immer ein Thema für sich. Und also ich persönlich wäre auch eher dafür, dass man das vielleicht nicht mehr so aufbaut, das Ganze, und ausweitet. Ist ja nicht so der Hit eigentlich. Und bei uns demonstrieren sie auch das öfteren Mal dagegen. Auf jeden Fall für Forschungszwecke, auf jeden Fall interessant. Für Energiegewinnung auch interessant, wobei man natürlich auch auf Vielfalt achten sollte. Ja, das ist schon. Man demonstriert gegen das Atomkraftwerk Mochovce bzw. gegen das UVP-Verfahren. Die UVP, also Umweltverträglichkeitsprüfung der Slowakei, entspricht offenbar nicht den EU-Richtlinien. Auf illegalem Weg soll also offenbar das Atomkraftwerk ausgebaut werden, das bereits jetzt mit 70er-Jahre-Technik unsere Zukunft gefährdet. Der Umweltminister lobt diese UVP als großen Erfolg, also was überhaupt nicht mal ansatzweise so ist. Und ja, wir hoffen, dass da jetzt ein rasches Umdenken stattfindet, weil sonst müssen wir ja laufend Proteste durchführen. Das passt einfach alles nicht zusammen. Wir demonstrieren gegen Atomkraftwerke, aber verwenden alle Atomstrom. Es ist einfach falsch, wenn man selbst groß daher redet, dass man keine Atomkraftwerke will, aber dann genauso gut den Strom bezieht. Also man sollte sich dann schon entscheiden, wahrscheinlich ja oder nein.